reagiert. Ach lol. Nee, das ist auch von Kaiser. Über die TikTok-Live-Matches, über die, also wahrscheinlich, die wir vorhin bei Sascha im Video gesehen haben. Seid ihr bereit? TikTok-Live-Matches sind im Moment überall und man kann damit angeblich richtig viel Geld verdienen. Aber wie viel von diesen Livestreams ist eigentlich fake und wie weit würden manche Menschen gehen, nur um ein paar Klicks abzustauben? Das würde ich aber echt mal gern wissen, weil ich habe bei mir auf TikTok, habe ich diesen Creator-Fund aktiviert, also dass ich da Geld verdienen kann, mit halt Klicks und so. Ich habe zwar jetzt nicht so mega die Klicks da und Plays, aber ich habe schon 5 Euro oder so habe ich verdient innerhalb von ein paar Monaten. Bin ich mal gespannt. Also TikTok wirkt für mich nicht lukrativ, außer du hast wirklich jedem TikTok irgendwie 20.000, 30.000 Plays und Post davon mehrere am Tag. Mein Call. Was? Kann ich euch gleich sagen, recht viel. Wir schauen uns heute trotzdem ein paar Stories an. Unter anderem einen Prank, wo sich TikToker Urin ins Gesicht gesprüht haben. Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zu Albert Rüdig hier auf meinem Kanal. Und ja, herzlich willkommen zurück bei der besten Sendung auf ganz YouTube. Was hieß? Was hast du erwartet, dass ich sage? Freunde, es geht um TikTok-Live-Matches und ich sehe die in letzter Zeit überall. Also wirklich überall. Und das Schlimmste dran ist... Hä, stimmt, das ist Aline Bachmann hier im Hintergrund, ne? Ist mir gar nicht aufgefallen. Ich dachte einfach, da steht halt irgendeine... Weiß nicht, wer das sein soll. Aber okay, random. Ich hab nicht mal TikTok. Aber permanent werden mir irgendwelche Best-ofs auf YouTube vorgeschlagen von den wildesten Kombinationen von Leuten. Weißt du, die Videos heißen dann irgendwie ApoRed nimmt Philipp Amthor Hops und macht Ansager gegen Tomatolix. Feed Ayman Abdallah. Es sind die deppertsten Sachen, die mir da vorgeschlagen werden. Und das Ding ist, es funktioniert extrem gut. Eben weil... Ich habe auch schon so TikTok-Livestreams gesehen, wo Ed Sheeran live ist auf TikTok. Und die Leute spenden da ohne Ende. Und ich denke mir so, sind die so dumm? Sind die so deppert? Aber ja, sind die. Das ist irgendeine Aufnahme, wo der halt vom Laptop ausspielt oder vielleicht sogar mal tatsächlich live auf TikTok oder Instagram oder was weiß ich. Es ist so dumm. Und dann ist das auch noch so ein Account, der so ganz anders heißt. Weil die Leute aus so unterschiedlichen Bubbles kommen, zieht das sehr, sehr viele Leute an. Und die bringen vor allem eins mit sich. Kohle. Fett Kohle. Und für Kohle macht man alles, oder? Da kann man sich gut und gerne mal vor ein paar tausend Leuten ein Ei gegen die Stirn hauen, seine Augenbrauen abrasieren oder ein ekelhaftes Gemisch aus was weiß ich was trinken. Egal was es ist, ja, Hauptsache es unterhält, damit die Zuschauer brav weiterspenden. Und ihr wisst, ich bin kein Experte auf dem Gebiet. So viele Leute glauben immer, ich habe selber TikTok und ich bin so voll Gas drinnen im Game und so. Aber ich sag's euch, jedes Mal, wenn ich fertig bin mit dem Recherchieren, bei irgendeinem Video, ich lösch's wieder. Deswegen seht's mir nach, ja, ich bin in dem Gebiet ungefähr so gut informiert wie... Eine Oma. Naja, trotzdem bin ich durch meine heftigen... Aber sehr gute Entscheidung, nicht auf dem Handy lassen, immer wieder löschen, wichtig. Recherchierskills zu der Auffassung gekommen, dass man bei TikTok Lives zwischen zwei unterschiedlichen Kategorien unterscheidet. Zum einen die normalen Livestreams, da kannst du entweder alleine oder mit bis zu drei anderen Leuten chillen, aber das ist langweilig. Wenn du echte Action willst, Digga, dann brauchst du TikTok Live Matches und das funktioniert so. Ein Match geht 5 Minuten lang und in der Regel treten zwei Leute gegeneinander an und die einzige Sache, die du machen musst, um zu gewinnen, ist mehr Donations zu bekommen als den Gegner. Das ist, und was passiert? Dieses Businessmodell ist so dumm, aber gleichzeitig auch so genial gemacht von TikTok, dass die bringt ja TikTok was, ne? Sieht jetzt während den 5 Minuten, naja, als wahrer TikTok Top G unterscheidet man zwischen zwei Methoden, nämlich zum einen seinen Gegner beleidigen und zum anderen einfach betteln. Und damit meine ich jetzt nicht wie auf Twitch, wo du einfach einen Donation-Button hast, sondern ich meine, genau. Du setzt dich hin und du machst nichts anderes als so da zu sitzen und du sagst, bitte spendet mir. Leute, wir gewinnen. Ich brauche nicht mehr viel, komm, sei mal leise. Schaut euch den an, wir können noch überholen. Bitte, halt mal die Fresse. Was ist eigentlich mit dir, Mann? Im Endeffekt geht es dann einfach nur darum, wessen Community halt mehr Geld aus dem Fenster so schmeißt. Und was machst du, nachdem das Match vorbei ist? Keine Ahnung, in den meisten Fällen halt noch eins. Ich meine, warum nicht? Das haben gerade hunderte Kinder Geld gespendet. Das habe ich schon in der Volksschule gesagt, dass das mein Traumberuf ist. Okay, warum ist das ganze Ding jetzt so weird? Weil es einfach nur darum geht, dass die Streamer so viel Kohle wie möglich machen. Deswegen, ich verstehe halt auch nicht, warum man das spendet. Also es geht jetzt nicht jedem ums Geld, ja? Manche Leute machen das vielleicht auch nur zum Spaß. Ich kann mir vorstellen, dass ein Monte es nicht nötig hat, ein bisschen mehr Geld zu verdienen. Aber wirklich cringe wird es dann in meinen Augen erst, wenn du siehst, dass es Leute gibt, die halt wirklich darauf angewiesen sind, die halt wirklich den ganzen Tag das machen müssen. Und da denke ich mir so, ist das nicht irgendwann langweilig? Und die überraschende Antwort darauf ist, natürlich ist langweilig so. Das kannst du nicht öfter als zweimal geben. Deswegen brauchst du neue Möglichkeiten. Bei Alino und so einem anderen Dude darf der Verlierer dann nicht reden. Aha, interessant. Ich habe das bei Alina aber auch schon gesehen, dass die das macht. Fand ich echt schwierig. Aber Alina ist allgemein irgendwie ein sehr schwieriger Mensch, habe ich das Gefühl.
Möglichkeiten, um das ein bisschen aufzupeppen. Wenn du wirklich Korall unterwegs bist, ja, dann machst du dir im Vorhinein mit deinem Gegner eine Bestrafung für die Verlierer aus. Das sind dann im Endeffekt auch die Clips, die du irgendwann auf YouTube siehst und dir dann denkst, Bruder, Deathspeak hier, was ist aus dir geworden, Mann? Früher habe ich noch zu dir aufgesehen, als du Videos wie Don't Judge Me Challenge, Cute Kids Version oder Die Wahrheit über meine Augenbrauen gemacht hast. Vielleicht ist es auch wirklich so, dass da eine Schwelle ist zwischen über sich lachen können und sich lächerlich machen. So. Ich glaube, das ist ein Unterschied. Dann würde ich mal sagen, bei 3000 Likes, Leute, okay, bei 3000 Likes kriegt ihr dieses Augenbrauen-Tutorial. Versprochen, Leute. Wo ist das Tutorial? Bruder, Bek hier. Ich warte hier seit 6 Jahren auf das Tutorial. Aber Bruder, ich bin dir nicht böse, ja? Wenn die Zeit reif ist, dann kommst du zurück. Ich weiß es, ich glaube an dich und ich werde hier sein. Naja, meine Freunde, es gibt wie immer auch hier ein paar Leute, die das Ganze ein bisschen zu ernst nehmen. Ihr wisst ja, man kann nur gewinnen, wenn man gut Geld verdient, wenn man richtig viel gespendet bekommt. Und dann kommt halt auch jemand der Gedanke, yo, dann spende ich mir halt einfach während dem Livestream selber was oder irgendein Kollege spendet mir was. Das fällt ja eh keinem auf. Mo Moody hat es mal angesprochen, dass manchmal Leute in einem Live gerade zufällig auf ihr Handy schauen und im nächsten Moment haben sie eine fette Spende bekommen. Das Problem dabei ist... Sind die dumm. Warum? Oh mein Gott, vor allem weil TikTok nimmt irgendwie 50% davon. Ach, das ist doch so dumm. Ich check's nicht. Erstens kannst du es nicht nachweisen, weil du kannst dir einfach schnell einen anderen Account erstellen. Und zweitens, es ist extrem dumm, weil du zahlst nicht mit Geld auf TikTok, sondern du zahlst mit Coins. Es ist aber so, wenn du dir Coins kaufst, dann sneakt sich TikTok selber 70% ungefähr von dem, was du ausgegeben hast, für sogar. Die eigene Plattform ab. Das heißt, wenn du dir selber in einem Live-Match Geschenke im Wert von 100 Euro kaufen würdest, also dir selber spenden würdest, dann würdest du gerade mal 30 Euro davon kriegen und der Rest geht an TikTok. Das ist einfach verlorenes Geld. Was halt irgendwo problematisch ist, weil der eigentliche Sinn ist ja, dass du Geld bekommst, aber ja, deswegen ist Cheaten eigentlich so gut wie ausgeschlossen. Also außer du willst es halt machen, um irgendeine Bestrafung zu umgehen, aber naja. Ich verstehe halt einfach generell nicht, warum man solche Live-Matches macht mit diesen Bestrafungen und sowas, aber sind wir uns ehrlich, wer wird sowas schon machen? Moment mal. Baby, du bist der Beste. Alter, ich sag's euch, wie es ist. Ronaldo wechselt zu Al-Nasr, Dagi B macht jetzt Own. Wenn so ein Kuchen-TV sagt, ich liebe dich, ABK, in einem Live-Match. Die Zeiten sind so crazy, dass ich mir das mit Dagi B sogar fast geglaubt habe. Keine Ahnung, wie man überhaupt in einem TikTok-Live-Match bekommt. Ich habe gerade wirklich gedacht so, hä? Habe ich jetzt was verpasst? Macht ihr es wirklich? Leo Mascher kommt, aber eins muss ich sagen, Kuchen-TV schafft es wirklich immer im Gespräch zu bleiben. Ich bin gespannt, was als nächstes kommt. Ja, Tim, servus, wie geht's? Wie du drehst jetzt Videos mit Dagi. So, jetzt ist aber das Ding, dass mittlerweile jeder auf TikTok live geht. Ja, Monte hat's gemacht, ABK hat's gemacht, Apo Red hat's gemacht, aber auf süß. Wie will man sich da von der Masse abheben? Das ist eine gute Frage. Danke, dass du sie gestellt hast. Es gibt jemanden, der eine Antwort darauf hat, nämlich Momo News. Momo ist eine von diesen Personen, die ich seit Jahren kenne und immer noch absolut keine Ahnung habe, wer das eigentlich ist. Der Boy ist anscheinend auf Facebook bekannt geworden mit so einer Meme-Page, die jetzt aber irgendwie nicht mehr aktiv ist. Darum bin ich Spaß aber durch seine Bilder gegangen und er hat eins gepostet mit Alberto. Und ich muss sagen, ich bin überhaupt nicht neidisch. Na gut, vielleicht ein bisschen. Trinkst du gerade meine Meiermilch? Nein! Naja, egal. Momo News macht jetzt auch diese Live-Matches. Und ich muss sagen, sehr ebenfalls sehr erfolgreich. Topfort! So, okay, warum erzähle ich euch das alles? Kennt ihr das? So, dieses Gefühl. Also, wenn ich immer auf TikTok so gegrindet war, in diesem Tunnel von Konsum dort und dann auf diese Lives kam und dann da durchgegangen bin, da habe ich so ein ganz, ganz ekliges Gefühl gehabt in mir drin, die alle irgendwie so zu gucken, so ein ganz komisches, ekliges Gefühl so von, ich weiß nicht, was ich fühlen soll und irgendwie auch so ein Gefühl von, ist die Welt noch zu retten? Das kriege ich immer dabei. Folgendes ist passiert. Momo News hat ein Live-Match verloren und musste sich als Bestrafung auf eine Flasche setzen. Warum auch immer. Daraufhin haben sich ein paar Leute über ihn lustig gemacht. Ist jetzt eigentlich auch kein Wunder. Ich muss euch ehrlich sagen, ich kenne all diese Leute nicht. Mir sagt nur dieser Barello was, weil der einfach, der ist überall im Moment. Barello gilt als der vielleicht größte Unruhestifter auf ganz TikTok. Immer wenn es Beef gibt, ist er dabei und gießt oft Öl ins Feuer. Okay, danke für die Info, raptastisch.net. Daraufhin hat Momo News beschlossen, dass er sich rächen will. Was ist die letzte Woche passiert? Ja, in den letzten Wochen ist es ein bisschen turbulent gewesen. Wegen einigen Köpex da draußen auf TikTok wurde ich zur Flasche degradiert. Wie lautet deine Antwort darauf? Ich habe mir was richtig Lustiges überlegt. Es wird jetzt etwas kommen, dass diese Köpex nie wieder Fitten auf TikTok machen werden. Vor allem überlegt, er meint, er hat sich was richtig
Witziges abgeschaut. Und von ihrem Höhenflug runtergeholt werden, damit die realisieren, was für Köpex die eigentlich sind. Ich bin gerade ein bisschen überfordert, ja. Was sind Köpex? Köpex. Hotel zu Köppe? Ist es das? Als ich vor 10 Tagen in Dubai war, habe ich mit meinem besten Freund Julian eine Instagram-Seite erstellt. Quasi ein Produkt erfunden. Da handelt es sich um ein... Da war diese Information mit Dubai auf jeden Fall sehr wichtig. Art Afterspray oder wie man die Kacke nennt. Eine Art Afterspray, okay. Also er hat jetzt einen auf Hydrohype gemacht und hat eine Fake-Marke gegründet und hat halt Placements für diese Marke bei den Influencern gebucht, die sich halt irgendwie über ihn lustig gemacht haben. Die Frage ist, was hat er da reingefühlt? Schauen wir doch gleich mal weiter. Was geht ab, Freunde? Kurz vor Weihnachten kriegen viele Leute Geld geschenkt. Die Voraussetzung ist aber, dass man mir ein bisschen in die Flasche reinpisst. Momo, ich habe da mal eine ernsthafte Frage. Ist das Angebot noch aktuell? Nein, okay, er lässt irgendwelche fremden Leute da in diese Flasche pissen und mischt das dann irgendwie in das Parfum oder was das sein soll. Aber es ist doch locker 100-fach Strafe. Du bist ja einfach Urin von fremden Leuten, der mit Bakterien und Krankheiten verseucht sein könnte, auf deine Kollegen da sprühen. So, das geht doch nicht. Vor allem das Ding ist halt, er macht das als Rache, weil die ihn ausgelacht haben, weil er sich freiwillig auf eine Flasche gesetzt hat, auf TikTok. Wo soll ich da überhaupt anfangen? Das Beste dabei ist auch irgendwie, dass sein Plan halt auch aufgegangen ist. Ne? Die haben das alle brav verwendet und Momo war das aber nicht genug. Pass auf. Sollte jemand von euch nach diesem Video noch einmal meinen Namen in den Mund nehmen, ich werde eure Adresse veröffentlichen. Barello, dein Vor- und Nachnamen, damit jeder sieht, was für ein Latzmann du wirklich bist, du Mo, von dir genauso. Deine Gage, für die du Werbung machst, damit jeder weiß, für was für eine hohe Summe ein Profiboxer wie du Werbung macht. Rocky, deine Adresse habe ich auch in der Hand. Egal, wer von euch in Zukunft noch ein Wort gegen mich richten sollte, ich veröffentliche jede Sch. Okay, nice. Nice, Straftaten, Ankündigung online. Auf Video. Ja, noch eine Straftat mehr kann man gerne mal so mitnehmen, wenn man das möchte. Gott, das Ding ist halt, mich wundert das, dass er das gesagt hat, weil er da vorher gemeint hat, nein, er will die Geldsumme nicht liegen und so, weil dann zerstört er ihnen ihr Brot in Zukunft. Die Summen werde ich hier nicht nennen, weil ich nicht ihr Brot in Zukunft kaputt machen will. Deine Gage, für die du Werbung machst, damit jeder weiß, für was für eine hohe Summe ein Profiboxer wie du Werbung macht. Also weiß ich, was ihr euch alle denkt, das ist doch fake, oder? Das muss doch fake sein. Und ja, Seth, kann sein, ja, einer von den Typen, der das verwendet hat, Mo Abdallah heißt er, er meinte in einem Telefonat, dass das ganze Ding halt gefaked ist und so geplant war. Die Pisse ist fake. Da war doch niemals Pisse drin. Ja, die Pisse ist fake. Guck mal, ihr seid schon schlau. Ihr macht diese Fitna unter euch, dann macht ihr diesen Plan, ihr pusht Momo News, er pusht euch und am Ende sitzt ihr alle live und lacht uns aus, hä? Daraufhin hat Mo wieder ein Statement gemacht und hat gesagt, nein, es war doch real und es war nicht abgesprochen und dies, das, Ananas. Im Endeffekt, ich kann es nicht genau sagen, ja, weil beide behaupten jetzt das Gegenteil. Es ist so dumm einfach, es ist einfach so dumm. Also, wenn es echt ist, okay, dumm. Wenn es nicht echt ist, trotzdem dumm. Führt kein Weg an dumm vorbei. Ich glaube, ich würde vermuten, dass das ganze Ding fake ist, ja, dass es einfach nur... Also ich glaube auch irgendwie langsam, dass es fake ist, aber nicht, weil ich denen das nicht so ganz zutraue, aber eher, weil ich nicht glaube, dass die das hinbekommen haben. Nur für Aufmerksamkeit ist, aber ganz ehrlich, wer würde denen Aufmerksamkeit geben? Trinkst du gerade meine Pisse? Nein, tue ich nicht, Digga. Aber abgesehen davon, danke für den fetten Support übrigens auf meinem Zweitkanal. Ich versuche jetzt gerade mein Bestes, dass ich da jeden Tag ein Reaction-Video hochlade. Auf jeden Fall gerne subben. Und Freunde, lasst mich auf jeden Fall gewissen, dass ihr von dem ganzen Thema haltet. Lasst mir auch gerne ein Like da, lasst mir gerne ein Abo da. Für die Leute, die es noch nicht gemacht haben, ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Und damit bis zum nächsten Mal. Vielen Dank again für das Video. Sehr gut recherchiert.